Hey Leute, Geonox hier. Willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir schauen uns heute die SCAR-HTPR an. Es handelt sich um eine SAEG. SAEG steht für Semi-Automatic Electric Gun. Wir sind über 0,5 Joule hier in Deutschland, daher nur Semi, kein Vollauto. Das Ganze ist akkubetrieben. TPR steht für Tactical Precision Rifle. Das bedeutet taktisches Präzisionsgewehr. Wir schauen uns direkt mal die Highlights an. Ich meine, neben der coolen Optik. Die SCAR ist in Zusammenarbeit zwischen Ares und Cybergun entstanden. Aus dem Hause Ares kommt auch das verbaute EFCS. EFCS steht für Electronic Firing Control System. Das ist einfach nur die ETU bei Ares. Und ETU kennt ihr, das ist ganz wichtig. Es steht für Electronic Trigger Unit. Und das schützt euch auf einem Spieltag vor Gearbox Jams. Gearbox Jams sind Zahnradverhaker. Sowas wollt ihr auf einem Spieltag auf keinen Fall haben. Und davor seid ihr mit diesem EFCS geschützt. Ein weiteres Highlight ist das Federschnellwechselsystem. Ich empfehle euch immer ein Federschnellwechselsystem. Das habt ihr hier, weil wenn ihr auf einem Spieltag seid, da werden eure Airsofts gekront, gemessen. Und wenn ihr über dem Feldlimit seid, dann könnt ihr nicht spielen. Es sei denn, ihr habt ein Federschnellwechselsystem und könnt die Energie schnell anpassen. Noch ein Highlight, das Ganze ist Ambidex, das bedeutet beidseitig bedienbar. Wir haben hier zum Beispiel den Feuerwahlhebel, der ist auf beiden Seiten. Wir haben den Magazinauswurf, der ist auch auf beiden Seiten. Noch ein Highlight, der Ladehebel, der ist arretierbar. Dann könnt ihr nämlich das hier machen und einfach hier drauf drücken, dann passiert das. Und wenn ihr das nach hinten zieht, dann könnt ihr ganz einfach das Hop-Up einstellen. Noch ein weiteres kleines Highlight. Hier muss ja ein Akku angeschlossen werden und wir haben hier nicht den alten Mini-Tamiya-Anschluss, sondern den besseren, neueren Dienststecker, den T-Stecker. 22 Meter. Erster Eindruck, das Ganze ist auf jeden Fall ein Hingucker, aber das ist nichts für die Schwachen unter euch. Wir haben hier eine Gesamtlänge ohne den Schalldämpfer von 780 mm und ausgefahren 1060 mm und wir haben ein Gesamtgewicht von fast 4 Kilo, also 3640 Gramm. Das ist einiges und da solltet ihr euch vorher überlegen, ob ihr das den ganzen Spieltag mit euch mitschleppen wollt. Schauen wir uns mal die Markings an. Wir haben hier Markings. Da haben wir das F im Fünfeck, das FN-Logo und hier sind noch ein paar mehr Markings. Schauen wir uns die SCAR mal von vorne nach hinten an. Hier vorne haben wir einen Schalldämpfer, der ist nicht dabei. Das Ganze kommt mit einem anderen Tipp, mit einem Flash-Hider. Und man kann den Flash-Hider abnehmen. Und wir haben hier drunter ein 14mm CCW. CCW steht für Counterclockwise, gegen den Uhrzeigersinn. Und dann kann man es einfach abnehmen und einen handelsüblichen Airsoft Schalli oder Tracer dran befestigen. So mit einem Schalldämpfer. Dann haben wir hier den Außenlauf. Der Außenlauf ist ziemlich lang. Der ragt hier aus dem Handschutz raus. Das Ganze ist aus Metall. Dann haben wir hier den Vorderschaft, den Handschutz. Und wie wir sehen, haben wir hier sehr viel Platz für die Anbringung von taktischem Zubehör. Wir haben Picatinny oben, unten, links und rechts. Das Ganze ist hier durchgehend. Und so haben wir auch die Möglichkeit, eine Optik dran zu befestigen. Dieses Zielfernrohr ist nicht dabei. Das ist von mir. Das habe ich hier schon mal für euch dran befestigt. Hier vorne am Handschutz könnten wir einen Griff dran befestigen oder eine Packbox oder Dummy Laser, Dummy Taschenlampen, eine Selfie Cam, eine Scope Cam oder Powerbanks. Den Ladehebel, den hatten wir schon angesprochen, einfach nach hinten ziehen, dann arretiert das Ganze. Zum Lösen einfach hier drauf drücken, dann springt das wieder nach vorne. Oder ihr wollt euer Hop-Up einstellen, einfach ziehen. Ihr müsst nicht wie bei anderen gezogen halten. So könnt ihr das Hop-Up ganz gemütlich einstellen und dann, wenn ihr fertig seid, einfach bumm, wieder zumachen. 33 Meter.
Hier haben wir den Magazinauswurf. Einfach draufdrücken und dann könnt ihr das Magazin rausziehen. Hier das Magazin, das ist oben aus Blech, unten aus Polymer. Und hier passen insgesamt 100 BBs rein. Zack, wieder reinstecken. Und wir hatten gesagt, das Ganze ist Ambidex. Das bedeutet, ihr habt auch einen Magazinauswurf auf der anderen Seite für die Linkshänder. Ich probiere das mal als Rechtshänder, ob ich das kann. Ja, funktioniert auch. Hier auf dieser Seite seht ihr auch schon den Feuerwahlhebel, aber als Rechtshänder benutze ich meinen rechten Daumen, deswegen gucken wir hier auf die linke Seite. Hier haben wir den Feuerwahlhebel für die Rechtshänder. Hier nochmal ein bisschen näher, hier auf Safe, hier auf Semi und hier auf Vollauto, aber weil wir hier in Deutschland sind, über 0,5 Joule, haben wir hier auch nur Semi. Und ich muss sagen, das Ganze ist ziemlich schwergängig. Und die Linkshänder unter euch benutzen natürlich ihren linken Daumen dafür. Daher das Ganze dann hier auf der rechten Seite, aber wie gesagt, ziemlich schwerfällig. Dann haben wir hier die Schulterstütze. Das Ganze kann man schön in der Höhe einstellen. Und dann auf der anderen Seite kann man das wieder runter machen. Ich zeige es euch mal. Hier ist ein Knopf, da kann man drücken und dann kann man das wieder runterschieben. Ne? So, und hoch geht einfach ohne drücken. Runter. So. Hier haben wir einen weiteren Knopf. Wenn wir da drauf drücken, dann können wir das in der Länge verstellen. Einfach drauf drücken. Ne, so einfach ist das nicht. Das ist alles sehr schwergängig. Ich drücke mal drauf. Wie gesagt, das Ganze ist nichts für die Schwachen unter euch. Hier drauf drücken und hoch oder raus oder nach hinten. Und wieder drauf drücken. Na komm. Und wieder rein. Die Schulterstütze, die könnt ihr abnehmen. Hier unten ist ein Loch. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Da unten ist das Loch. Und wenn man da mit einem Stift reingeht, dann, ich zeige euch das, einfach den Stift da nach hinten ziehen. Und dann geht das hier, seht ihr das? Nach rein, nach vorne. Also reinhebeln und dann einfach die Schulterstütze runterziehen. Dann kommt ihr auch schon an die Kabel. Und wir hatten gesagt, das sind DIN-Stecker, bessere T-Stecker. Und da kommt der Akku rein. Wenn ihr dann alles verstaut habt, einfach alles hier rein und dann die Schulterstütze hier wieder draufschieben. Und zack, 46 Meter. Fazit zur SCART-TPR. Die Highlights, die hatten wir schon angesprochen. Wir haben hier das EFCS. Wir haben ein Federschnellwechselsystem. Wir können das Ganze arretieren, damit wir das Hop-Up einfach einstellen können. Und wir haben hier einen DIN-Stecker, um den Akku anzuschließen. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der Feuerwahlhebel. Der ist sehr schwergängig. Wenn ich das mit dem Daumen versuche, das ist echt schwer. So mit der ganzen Hand oder mit mehreren Fingern, das geht. Aber mit dem Daumen allein ist es ziemlich schwer. Was mir auch nicht ganz so gut gefällt, ist die Präzision. Vor allem heißt das Ganze ja TPR, Tactical Precision Rifle. Aber das könnt ihr ganz einfach beheben, indem ihr dann einfach ein anderes Hop-Up-Gummi, ein anderes Hop-Up-Bucking und einen anderen Tensioner einbaut. Aber schade, dass man das extra machen muss, vor allem bei einer TPR. Neutralpunkt ist das sehr, sehr schwere Gewicht von fast 4 Kilogramm. Also wenn ihr euch das holen wollt, dann geht erstmal 6 Monate ins Fitnessstudio, Arme trainieren und Kreuz trainieren, damit ihr keine Kreuzschmerzen habt und damit euch die Arme beim Spieltag nicht bis zum Boden hängen. Das war's von der SCART-TPR. Denkt dran, abonnieren, kommentieren, teilen und Daumen hoch da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.